Et gëtt scho bal e 4 Johannat de Paperlex-Gär zu Grevemächer. An der Lächt huet sech nawell viel bei der beléiftener Familienattraktion gedo. En der Leitung vun der Jolland Coop an sengem Direktor, dem Tom Werner, ass de Gärt moderniséiert ginn, a biddelo nach méier Liefnes fir grous a Kläng. Also Paperlex-Gär hat net sech Bann an de Bausen iwwer komplett verändert. Mir hunn Bannen dran an der Zäer, an dat ass ganz interessant fir de Klient. Eine ganz neue Pflanzenwelt geschaffen. Wir haben viel, viel mehr Pflanzen, wie wir da in der Vergangenheit hatten. Blumenpflanzen, die in Paperlecken umziehen, wo wir da angelöst haben. Wir haben hier am Paperlecksgarten an der Saison rund 60 verschiedene Sorten von Paperlecken pflegen. Wir kriegen die Paperlecken aufgerissen von Woche zu Woche von Costa Rica oder aus den Philippinen. Und das heißt, auch an der Saison, egal wenn ihr kommt, ihr seht immer andere Paperlecken. Und es ist so, dass 30% von den Paperlecken, die hier fliegen, die sind auch als eigene Züchtung. Das heißt, kann in den ganzen Prozess, den ganzen Lebenszyklus von einem Paperleck, kann ihn hier auch erleben. Das heißt, vom E über Traub, Pop, bis hin dann zum Paperleck, den dann hier schlüpft. Für die Klienten, wenn sie dann auch rauskommen aus dem Garten, da können sie sich auch an unserer neuen Brasserie erfrischen. Wir haben eine richtige Brasserie, da wo ein, mit einer schönen Terrasse, wo man da draußen kann, dann schön auch den Dach ausklingen lassen. Und dann natürlich auch der ganze Verkaufsbereich, den also ganz neu aménagiert gehen. Es ist viel mehr großzügig, dass es nicht mehr so eng wie es früher mal war. Neef de Paperlecke ginne dawer och nach eng helle wohl aner exotisch Steieren zu Grevemächer zu bestaunen, dorenner och Insekten, die ewei Blieder ausgesinn. Mir hunn natürlich ein Terrarium fir eisen Oscar, da das eise Chamäleon, den lo grad dabei aus eng Farben zu entwickeln, also da das auch ein ganz schönes Schauspiel. Mir hunn Schläken, tropisch Schläken, dat sind also riese Schläken, dann 1000 Füßler, die in eng 15 cm lang sind, dann auch tropisch frisch. Wir haben Gespensterheuschrecken, dann haben wir wandelnde Blätter, Stabheuschrecken. Das sind also alles Meister der Verwandlung, respektive von der, können sich wunderbar verstoppen. Da laufen einem aber auch kleine Filascher über den Weg. Und das haben am Paperlex-Gärten ganz bestimmt erbischt auszufeiern. Wir haben chinesische Wachteln, Kaien, hier und immer laufen. Und zwar sind die, wie auch als Villascher Goldamarellen, die wir hier und immer fliegen haben, die sind dafür zuständig, dass kein Jesus müssen hier bei sind, kein Spannen. Weil Jesus müssen entspannen, das sind die großen Feinde von unseren Paperlecken. Der Paperlecksgärt stellt sich 2011 noch nach an den sozialen Dienst, an dem die Jolland Coop hier ein sogenannten Atelier Protégé betreibt. Seit 2011 ist der Paperlex-Gart in offiziellen Atelier Protégé von der Jolland Coop. Das heißt, wenn ihr hier hinkommt, sind als Leute mit einem gewissen Handicap, die dafür sorgen, dass der Gart so schön ausgesät und dass die Wand funktioniert. Das heißt, sie kümmern sich um euch und sie sorgen dafür, dass der Paperlex-Gart so schön ausgesät ist.